Ja, das Wetter hat aufgeklärt. Das bedeutet, dass ich eindeutig die Ghosts erledigt habe. Und Big Boss hat sich auch schön gemacht. Leicht gesprenkelt durch den Urwald. Die Frage ist jetzt, da oben liegen da die Leichen rum oder? Tatsache. Scheiße, dass ich die nicht rausholen kann. Das wäre natürlich cool. Aber da ist mein Fulton-Gerät noch nicht genug entwickelt. Genug nicht, ne? Also ich denke mal, dass ich da oben auch noch genügend Leute habe, die mich angreifen wollen. Das wird jetzt kein Spaziergang einfach nur sein, nachdem ich die Ghosts hier erledigt habe. Und das bedeutet, ich werde mich nochmal kurz hier rüber begeben. Und von dort aus werde ich versuchen, die Lage erstmal zu sondieren. Ja, wenn er hochkommt. Okay, Vorsicht. Das ist so ein Superheld, aber... Das Felsen hat ihn fertig gemacht. Er scheint trotzdem hier extrem ausgestorben zu sein. Irgendwie nichts los. Da ist natürlich die Frage, ob dann vielleicht D-Dog noch eine ganz gute Variante wäre. Ja, da oben rum so rum. Looks like they're protecting the target. Why don't you try interrogating them? They might know the target's exact location. Die werde ich noch nicht abknallen, und zwar aus dem Grund, dass ich, wenn ich die jetzt irgendwie drauf ballern würde, würde ich bloß den zu verstehen geben, dass hier irgendwo ein Eindringling ist, und das heißt, ich habe die ganze Meute auf dem Hals, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und deswegen werde ich mich jetzt taktisch ein wenig darauf vorbereiten. Nachschubabwurf, das bedeutet erstmal, ja, da kommt meine Ostmentalität durch. Improvisieren und vorbereitet sein. Der Feind lauert überall, besonders. Ich kämpfe gar nicht gegen den Russen. Die Frage ist jetzt nur, sollte ich dann auf Betäubungswaffen und so umsteigen? Meine Freundin dreht mir zum Tode. Ganz schön hart. Hart! Nee, ich werde jetzt auf jeden Fall auf Betäubungsgewehr umschalten und... Obwohl, am besten wäre jetzt hier meine Wild MP. Und dann werde ich noch auf meine... Ja, das Scharfschützengewehr hier nehme ich auch die... Da habe ich schon die Stufe 4. Nämlich das. Ja, voll auf den Schädel bekomme, ey. Okay, White MP ausgerüstet. Ah, ich sehe es nicht. Uff. Warum sehe ich die gar nicht? Naja, er hat sie auf jeden Fall, aber dann werde ich noch Folgendes machen. Ich gehe jetzt noch auf die... auf das Scharfschützengewehr, was ich gesagt habe. Und
Ich werde meinen Begleiter auswechseln, das bedeutet, es wird die Dog jetzt werden. Ich könnte natürlich auch einen Walker nehmen, aber habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Da wie ein verrückter Idiot reinzulatschen. So. Jetzt bin ich hier. Dieser Komplex. Das ist klar. So, da nochmal schnell. Ach, die hat gar keinen Schalldämpfer drauf. Verflucht. Aber schön, dass du da bist. Ach, egal. Obwohl das nicht egal ist. Wenn ich jetzt ohne Schalldämpfer da arbeite, dann bin ich ja sowieso, dann bin ich ja gleich. Naja, ich kann mich ja noch ein bisschen weiter ausspielen. They know about that battle just now. You're right at the mansion. The target's close. Be sure to think this through. Warum soll ich gut nachdenken? They're with the PF Zero Risk Security. Looks like they're already on guard. Ich glaube, mein Mädel hatte recht, indem ich da einfach reingehe und aufräume. Und hier nicht so einen Pussywalk mache. Aber egal. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, jetzt ziehe ich das auch so durch. Die Frage ist, von welcher Seite es jetzt am besten wäre. Ich werde jetzt weiter ausspionieren, indem ich hier oben, obwohl links rein wäre vielleicht doch besser. Weil dann komme ich direkt ins Gebäude von rechts. Und irgendwie sieht das so aus, als wenn es da leichter wäre reinzukommen. Oho. Okay. Ich mache hier erstmal jetzt einen Cut und wir sehen uns dann gleich weiter. Okay, weiter geht der Spaß. Ich sehe gerade, dass die zwei Typen da extrem gut ausgerüstet sind. Also das heißt, die haben ein Schutzschild mit dabei. Und das macht die Sache natürlich schon komplizierter. Also das heißt, die haben Schutzhelme auf dem Kopf und sind gut gerüstet. Also ist die Frage jetzt, ob ich da wirklich den langsam mache. Oder ob es da nicht doch Sinn macht, da einfach ein bisschen mehr Rambazamba.
Der Plan ist doch mal echt perfekt aufgegangen. Boah. Da ist mal was los. In der Bude. Ja, komme ich hier irgendwo ran? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ist versperrt. Komme ich nicht weiter? Was ist da oben? Oh, Scheiße ist hier. Komme ich hier hoch? Nein.
sollen die hier sein, ey? Das nervt ja mal. Ich da jetzt herkommen, ja. Subject on board. Leave the rest to us. So, ich weiß zwar nicht, ob das sich lohnt, den da mitzunehmen. Ach, eigentlich nicht. Warte mal, es geht eigentlich nicht. Entschuldigung.
So, alter Mann, wo finde ich dich hier? Das ist echt nervig, echt nervig. Sorry, aber jetzt habe ich echt kein Nerv mehr hier. Echt kein Nerv mehr. Wie geht das denn? So, den habe ich auch. Jetzt versuche ich hier wenigstens noch an das Material reinzukommen.